Gute Arbeit, Kain. Du hast dich im Schmugglerviertel sehr klug verhalten. Vielleicht hatte unser Anführer doch recht. Ah ja, der mysteriöse Anführer. Sagst du mir jetzt endlich, wer er ist? Sein Name ist ein gut gehütetes Geheimnis. Es ist jedoch an der Zeit, dass du ihn triffst. Geh zum Heiligtum. Dort ist unser Hauptquartier. Unser Anführer erwartet dich bereits. Geh hierhin, geh dorthin. Wofür hältst du mich? Ich bin noch kein Laufbursche. Du bist noch kein General, Kain. Also spar dir deine Forderungen. Geh zum Heiligtum und warte dort auf mich. Ich habe Befehl, das Industrieviertel im Norden der Stadt zu erforschen. Wir treffen uns im Heiligtum. Dort erzähle ich dir, was ich entdeckt habe. Ich brauche Antworten, Mädchen. Ich will Lord Sarah fahren. Wir auch, Kain. Aber erst, wenn du bereit bist und unsere Zeit gekommen ist. Du solltest dich davor hüten, mich zu unterschätzen. Das tue ich nicht. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich will dich nicht durch eine unüberlegte Tat verlieren. Na gut. Wo ist dieses Heiligtum? Geh zum Roten Raben. Sprich dort mit der Kellnerin. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Warum habe ich getan, was sie wollte? Und wieso habe ich ihr vertraut? Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen. Aber dieses Mal... Du hast mich heute wirklich beeindruckt, Kain. Wir werden bald wieder zusammenarbeiten und diese Plage aus unserem Land vertreiben. Hey, du da oben! Hast du das von Durden gehört? Was denn? Sie haben ihn letzte Nacht gefunden. Mit dem Gesicht in der Gosse. Tot? Mausetot. Seltsam. Jetzt sind es schon drei, oder? Drei, von denen wir es wissen. Bist du immer noch sicher, dass keine Vampire in der Stadt sind? Tja, was ist heutzutage schon sicher? Dass man in der Nacht die Türen verriegeln und zu Hause bleiben sollte. Lass dein... Was... Kommst es nirgends billiger. Ihr habt euch abgesprochen, ihr habgierigen Bastarde. Die Steuern sind hoch, es gibt kaum Lebensmittel. Bedank dich bei den Sarafanen. Denkst du, ich zahle keine Steuern? Wovon soll ich leben? Das ist nicht mein Problem. Zur Hölle mit dir und deinen verdammten Lebensmitteln. Du machst mir Angst. Wohin du gehst, Bürger!
Ich weiß, dass du da drin bist. Ja, gib's ihm, Annie. Was fällt dir ein, unser Geld zu verprassen? Ja, richtig so. Wenn du nicht sofort rauskommst, bring ich dich um, Bastard. Ich verfluche euch alle. Bitte. Sperrbezirk. Hier kommen nur die Arbeiter der Nachtschicht durch. Ich bin die Nachtschicht. Dann verrate mir, für wen du arbeitest. Ich arbeite für niemanden. Zieh Leine und lass mich in Ruhe. Wir sehen uns wieder. Bald. Du hattest versprochen, dass du sofort nach Hause kommst. Beruhige dich. Wenn ich nicht mit ihnen trinke, kaufen sie mir nichts ab. Was macht es für einen Sinn, wenn du dein verdientes Geld sofort wieder verprasst? Was kann ich denn dafür? Schuld sind nur diese verdammten Steuern. Ach, haben sie die Alkoholsteuer etwa schon wieder erhöht? Bitte. Oh! Ah! Ja! 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 Was willst du? Informationen. Uma schickt mich. Du hast eine Nachricht für mich. Ich weiß nur, was sie mir gesagt haben. Und wer sind sie? Glaub mir, es war dunkel und ich weiß nicht, woher die Stimme kam. Es war, als würde die Dunkelheit selbst mit mir sprechen. Ich soll dir diese Nachricht überbringen. Geh zum Händler in der Nähe des Lagerhauses. Er hat wichtige Neuigkeiten. Ist das alles? Nein, wenn du diesem Idioten Duncan sagst, dass du für Duckets Händler arbeitest, lässt er dich durch das Tor am Arbeiterviertel.
Nicht so laut. Schluss jetzt, du stürzt uns noch alle ins Verderben. Bist du taub? Nur für Arbeiter! Ich arbeite für Duckets Händler. Und jetzt lass mich rein. Aber ich muss in die Burg. Das mag sein, aber dieser Weg ist gesperrt. Ich muss diesen Beutel zum Kanzler bringen, sonst nimmt er mein Haus. Und? Was geht mich das an? Ich flehe euch an, lasst mich durch. Wenn du nicht verschwindest, schneide ich dir die Kehle durch. Geh jetzt.